Herzlich willkommen und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Für alle, die neu eingeschaltet haben, mein Name ist Mila Selin. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Unser heutiges Thema ist das Medikament Tamoxifen. Die ein oder anderen werden wahrscheinlich schon davon gehört haben. Tamoxifen wird gezielt bei einer Brustkrebserkrankung eingesetzt. Und heute möchte ich euch die Vor-, die Nachteile, die Nebenwirkungen und die Wirkweise von Tamoxifen einfach näher bringen, damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt, falls es dazu kommt, dass ihr irgendwann mal Tamoxifen einnehmen müsst. Ihr braucht gar nicht erst googeln, auch nicht auf YouTube gucken. Ihr werdet zu Tamoxifen nicht vieles finden. Leider schade. Meine Haare gefallen mir heute überhaupt nicht und ich sehe aus wie die Frau vom Weihnachtsmann, aber naja. Was ist Tamoxifen? Tamoxifen wird in der Therapie von Brustkrebs eingesetzt und wirkt gezielt an den Andockstellen der Hormonrezeptoren. Bei hormonellem Brustkrebs ist es so, dass man positiv auf Östrogen, Progesteron und dem HER-Rezeptor getestet wird, aber wir beschäftigen uns heute nur mit dem Progesteron und dem Östrogen. Und zwar möchte ich euch erstmal was zum Thema Östrogen erklären. Also Östrogen ist ein Hormon, was im weiblichen Körper gebildet wird. Dieser ist verantwortlich für den Zyklus der Frau. Der steuert nämlich auch den Zyklus der Frau und die weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron können so hormonabhängige Tumore einfach wachsen lassen. Tamoxifen versucht das zu verhindern, beziehungsweise dockt sich an diesen Hormonrezeptoren so ran und verhindert, dass da noch mehr Hormone freigesetzt werden, wie Östrogen und Progesteron. Östrogen, auch Estrogen genannt, sorgt dafür, dass wir starke Knochen haben. Wenn Östrogen nicht produziert werden kann, dann kann es dazu führen, dass wir Osteoporose bekommen. Das heißt, wir neigen dann häufiger zu Knochenbrüchen. Der Calciumgehalt im Knochen wird weniger und wir haben sozusagen Knochenabbau, also spröde Knochen. Zusätzlich schützt Östrogen das Immunsystem. Also es führt dazu, dass das Immunsystem gut arbeiten kann und uns vor bösen Einflüssen schützt, was uns krank machen könnte. Wenn Östrogene im Körper ausgeschüttet werden, gelangen sie über unsere Blutbahn eben in das Zielgewebe und beeinflussen dann auch eben das Zellwachstum. Also bei einem Progesteronmangel ist es so, dass man unter Gewichtszunahmen leiden kann, man Wassereinlagerungen hat, depressive Verstimmung, Reizbarkeit, lange Menstruationszyklen bis hin zu Krämpfen im Unterbauch und auch im Unterleib. In einem sehr hohen Anteil wird bei hormonpositiven Brusttumoren eben eine große Anzahl von Östrogen- bzw. Progesteronhormonen gefunden. Das heißt im Grunde genommen, je mehr Östrogen und Progesteron produziert werden, desto unkontrollierter wächst der Brusttumor. Mittlerweile sind ja auch immer mehr Männer vom Brustkrebs betroffen. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie das bei Männern aussieht, aber in der Bodybuilder-Branche bzw. als, ich weiß nämlich nicht, ob ich es nennen darf, werden manchmal auch solche Medikamente verwendet. Nur mal so am Rande. Also das Tamoxifen im Kurzen bindet einfach die Zellteilung, ohne die Vermehrung anzuregen. Vorhandene Rezeptoren werden blockiert. Rezeptoren, das sind so kleine Andock-Dinger, Rezeptoren. Und diese werden dann gehemmt, weil sich das Tamoxifen wie so eine Kappe drüber legt. Das Tamoxifen ist verschreibungspflichtig. Und jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Übrigens mag ich nicht den Mokka-Kaffee, den man hier in Deutschland bekommt.
Ich mag den aus Montenegro, der ist super, schmeckt auch sehr gut. Ich finde, die hier, ohne jemanden zu nahe zu treten, die haben irgendwie alle kein Aroma. Das ist nicht so meins. Also, wenn jemand weiß, wo ich Copper Mokka Kaffee in Berlin herbekomme, dann bitte schreibt mir das in die Kommentare. Meine Vorräte an Copper Mokka Kaffee vom Balkan gehen aus. Danke. Wir kommen jetzt zur Aufnahme, Abbau und Ausscheidung von Tamoxifen. Also das Tamoxifen wird nach der Einnahme in der Tablettenform. Es gibt meines Erachtens nach das Tamoxifen nur als Tabletten. Selbst benutze die Tablettenform. Und zwar sind das pro Tag 20 Milligramm, also eine Tablette täglich. Und es ist so, nach der Einnahme wird das Tamoxifen gut im Darm aufgenommen, resorbiert und wird dann eben in dem Blutspiegel zwischen 2 und 7 Stunden maximal entfaltet. Also es entfaltet innerhalb dieser Zeitspanne seine maximale Wirkung. Also bei Tamoxifen ist es so, dass man... Was ist das für eine Stimme eigentlich? Bei Tamoxifen... Ich komme heute irgendwie gar nicht dazu, das Video richtig aufzunehmen. Ständig ist eine Ablenkung da. Entweder es ist der Marienkäfer oder irgendwer aufhustet. In dem Fall meine Mutter. Ja, weiß ich nicht. Mein Laptop spinnt. Dann klingelt es an der Tür. Und ja, ich weiß auch nicht. Also, heute ist chaotisch. Mal zu den Nebenwirkungen von Tamoxifen. Bei mir war es so, ich nehme Tamoxifen jetzt seit knapp 2 Wochen. Da habe ich zum Anfang gemerkt, dass mir so ein bisschen schwummerig wurde. Schwindelig jetzt nicht unbedingt, aber ich hatte so ein Gefühl der Benommenheit. Also ich lag auf meinem Sofa und habe mich ausgeruht und währenddessen habe ich bemerkt, wie ich immer mehr benebelt wurde. Ja, aber abgesehen davon habe ich keine krassen Nebenwirkungen. Das Problem ist ja auch immer bei Tamoxifen auf YouTube hat bisher keiner irgendwie richtig so ein Video zu Tamoxifen gefilmt. Man kann sich also nicht so gut informieren. Ich habe natürlich sehr viel gelesen, bin in die Recherche gegangen und Entschuldigung, habe alles rausgeholt, was ich finden konnte. Zu den Nebenwirkungen gehören am häufigsten Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautausschlag mit Rötungen und Pusteln, Kopfschmerzen, Haarausfall, was gibt es noch? Hitzewallungen, also Wechseljahresbeschwerden. Ja, übermäßige Schwitzen, menopausale Symptome, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ja, Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe, das heißt also schwere Beine mit Wasser in den Beinen, Ausfluss. Auch Erschöpfungszustände, einfach Stimmungsschwankungen, Benommenheit. Ja, in seltenen Fällen kann es zu Sehstörungen kommen, zu erhöhten Blutfettwerten, zum Juckreiz in verschiedenen Bereichen. Ja, Überempfindlichkeitsreaktionen, Lichtempfindlichkeit, vorübergehende Blutarmut und dadurch, wie ich euch schon erklärt habe, Östrogen und Progesteron gehemmt werden und Östrogen sehr wichtig für den Knochenaufbau ist. Ja, hat man brüchige Knochen, also muss man Calcium und ja, Vitamin D zuführen, damit man schön heile bleibt. Tamoxifen kann außerdem dazu führen, dass ihr ein Blutgerinnsel bekommt oder eine Thrombose. Wenn ihr also dicke Beine bekommt und beim Knöcheldrücken so diese Fingerabdrücke bleiben, also beim Druck da drauf, dann geht bitte schleunigst zum Arzt. Geht schleunigst zum Arzt, denn das kann darauf hindeuten, dass sich eine Thrombose bildet. Wartet nicht zu lange, denn eine Thrombose kann lebensgefährlich sein und wir wollen uns ja schützen. Und was ist bei der Einnahme von Tamoxifen zu beachten? Bei der Einnahme ist es so, man nimmt 20 Milligramm pro Tag. Das sind eine Tablette, die man täglich schluckt. Bei mir ist es so, dass ich die Tamoxifen-Tabletten jetzt vorerst 2 Jahre lang nehmen werde,
jeden Tag. Und danach gucken wir, was passiert. Ihr müsst wissen, für Frauen, die einen Brusttumor hatten und jetzt mit Antihormon, also das Tamoxifen ist ein Antihormon, wie der Name schon sagt, es führt dazu, dass nicht noch mehr Hormone gebildet werden, sondern dass Hormone gebunden und geblockt werden. Deswegen die Rezeptorenabdeckung. So. Ja, und bei Tamoxifen ist es eben so, Tamoxifen wird meistens den Frauen zur Einnahme gegeben, die vor den Wechseljahren stehen. Wenn sich eine Frau in den Wechseljahren befindet und an einen Brustkrebs erkrankt oder bereits, also postmenopausal ist, das heißt nach den Wechseljahren oder bereits nach beendeter Wechseljahreszeit den Brusttumor hat, dann kriegt sie sogenannte Aromatasehemmer. Diese Aromatasehemmer, die sind auch eine Art Antihormone, aber sie arbeiten ein bisschen anders. Dazu würde ich jetzt nicht zu viel erzählen. Ich befinde mich nämlich selbst in der prämenopausalen Phase. Daher ist Tamoxifen für mich eher der springende Punkt. Ja, aber ihr könnt euch im Netz zu Aromatasehemmern, wenn ihr ja in den Wechseljahren seid, wenn ihr kurz davor steht, einfach im Internet alles durchlesen. Da gibt es einige wichtige Infos. Oder ihr fragt einfach euren Gynäkologen oder Onkologen. Der oder die kann euch das auch beantworten. Nun kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen etwas über den Wirkstoff von Tamoxifen als Antihormon beibringen, dass ihr einfach wisst, auf welche Nebenwirkungen ihr euch einstellen könntet. Bitte bedenkt, es wirkt bei jedem anders, also bei jeder Frau kann sich das anders entfalten. Manche haben Nebenwirkungen, manche haben starke Nebenwirkungen, manche haben gar keine Nebenwirkungen. Ich muss für meinen Teil sagen, ich bin weitestgehend verschont geblieben. Klar, ab und zu merke ich meine Knochen und ich ja, bin halt unter ständiger Beobachtung durch meine Ärzte. So viel zu diesem heutigen Thema. Bleibt mir gesund. Folgt bitte meinem Kanal. Ich freue mich über eure Kommentare. Folgt mir bitte auch auf Instagram. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt mir alle gesund und bis bald. Muah.